Gott steht denn noch nicht da? Also nicht, dass ich weiß, nicht? Was willst du denn von ihm? So, sag einmal, du merkst das ja gar nichts mehr. Du weißt doch, dass wir den Hartholz den Hof übergeben wollen und er uns dafür einen lebenslänglichen Ausdruck zusichern. Ja, was hat denn das mit dem Städtner zu tun? Ich werde langsam verjüngen lassen müssen, du merkst das schon gut. Ich hab dir gesagt, dass er den Städtner Hans, der gestern in die Stadt reingefahren ist, weil er bei seinen Artifikaten was zu tun hat, er sucht ab, er soll denselben gleich fragen, weil wegen der Formalität von der Übergabe von unserem Besitz an einen Fremden in den Hartholz und was zu unserer Sicherstellung wegen dem Ausdruck zu machen war. Ja, sag mal, Vinzenz, soll man denn wirklich unser schöner Hof? Unseren schönen Hof, gell, von dem ich schon alles verkauft habe, der was ausschaut, als wäre Wohnung an dem Möbel. Du hättest denn da alles verkaufen müssen? Und sei froh, dass ich die nicht auch noch verkauft habe. Und für die hätte ich eh nichts gekriegt, ne? Du weißt ja genauso gut als wie, dass ich unseren Ziesam, den Hans, ja 100-mal gesagt habe, er soll den Hof übernehmen. Nein, Matura hat er gemacht, studieren hat er müssen. Ja, ne? Hat immer Doktor werden wollen. Und ist einer geworden? Ne? Leider nein, aber eigentlich schade. Da hätte er doch gleich deinen Querschädel reparieren können. Ja. Und warum hat er denn nicht weiter studiert? Leider nein. Ja. Ich möchte nur wissen, was denn sein Vater war. Vielleicht der Komödiant, auch ein Schauspieler. Wunderbar, das gibt's ja nicht. Zwei Solarische hintereinander in einer Familie, das kann nicht möglich sein. Aber alles nur, weil wir ein Adoptivkind nehmen haben müssen. Die macht man nicht alle bei diesen versteckten Vorwürfen. So. Ich kann ja nichts dafür, dass ich kein Kind gekriegt habe. Vielleicht bist du eh nur du schuld dran. Ich ist ja ein Großplakel, was ich war. Die Schuld liegt schon auf deiner Seite. Das weiß ich nicht. Nun, da so einer kinderreichen Familie bist du auch wieder nicht. Außer dir haben deine Eltern auch nichts verbracht. Ja, die haben ja auch noch mich wollen. Dass ich denke, so, nach so was Erstklassigen wie ich bin, kann ich Schönes nachkennen. Erstklassig. So was wie die war in jedem Ausverkauf zu haben. Sag einmal, wie redest du denn, du mit mir einen Ausverkauf zu haben? Ha? Ja, warum hast du mit dem Nachbar gemacht? Weil ich nichts Gescheites gekriegt habe. Ja, was? Ich gehe. Und du kannst mich gern haben. Gell? Hab ich ja, Vinzenzle. Hab ich ja die gern, gell? Und du, oh. Jetzt hab ich den Tee gebracht, gell? Was? Gibst du dich? Ich giften wegen deinen dummen Redennamen. Aber du kennst ja den Vinzenz schlecht. Und wenn er mich gibt, dann inwendig, gell? Weil merken, lass es dir das nicht, gell, du? Lederer Beine, du. Rein gibt er sie. Aber das soll sie nur ärgern. Dieser Dickschädel, unseren schönen Hof hergeben, die Viecher verkaufen, die Geräte verschneiden. Ach, und so einen Spinner habe ich heiraten müssen. So, nein. Dass du endlich da bist, was worden bin, nur da. Ne? Eine reine Formalität, hat er gesagt. Was? Wenn der Alte und du noch im Vollbesitz eurer geistigen Kräfte seid und wenn ihr halt den ehrlichen Willen habt, dem Hartholz den Hof dazu übergeben, obwohl er es nicht begreifen kann, hat er gesagt. Ob das der Notar begreift oder nicht, ist mir ganz wurscht, was die geistigen Kräfte betrifft. So wird es sehr schwer zu beweisen sein. Weil ein Mensch wie du, der seinen schönen Hof dem Hartholz übergibt, wegen nichts und wieder nichts, na, seien wir nicht fest, aber der muss schon mittendrin sein im Altersblödsinn. Du, ich bin nirgends drin und bin nirgends draußen, gell? Ich tue es nur unseren Hans verfleißen, weil er den Hof nicht übernehmen will, der Komödiantenknopf, der. Ja, mein Gott, heißt, wann haben heute das Theaterspielen mehr gefreut? Was heißt mehr gefreut? Tag her, der Herr am Hof, dein hätte er übernehmen sollen. Du hättest Theater nur gehabt, mein Lieber. Ja, nur Theater hätte er. Drum kriegt der Hartholz den Hof. Der verdient, der hat einen Charakter. Was? Einen Charakter hat er? Ja, ja, einen schlechten Charakter hat er. Dieser Geizhals, dieser Leitschinder. Du, ich verbiete, dass er so redet über meinen Freund. Gell? Das ist dein Freund? Na, feine Freund hast du. Na, es zahlt sich ja gar nicht aus, dass wir uns deswegen streiten. Also, was ist?
Zeigst du mir die Dreschmaschine, die du mir verkaufen willst? Ja, die habe ich eh hinten im Stall stehen. Schau dir das an, ist ein prima Stickel, sag ich. Ja, ist schon gut, ich schau mir das eh selber an. Ja, ja, wenn du das gesehen hast, glaubst du das eh nicht mehr. Also, gehen wir schon. Vinzenz! Nein, schon wieder nicht da, macht nichts. Sag ihm später. Geh, Lederer Bäuerin, schau, wer da ist. Da an die Rosel, unser ehemalige Großtier. Da lass dir ein wenig langsam. Ja. Du kommst aber recht selten zu uns. Ja, ich geh nicht gern her zu euch. Ja. Weißt du, so ein schöner Hof, was das war. Ein Betrieb und die vielen Viecher. Und seit ich fort bin, ist kein einziges Viech mehr am Hof. Na ja. Aber was denn, was ich eigentlich gekommen bin? No. Im Ort wird geredet, der Ledererbauer, dein über alles geliebter Mann, der will den Hof und die ganze Sache dem Hartholz geben. Dem Herrn Grundstückmakler, dem Neidhammer, dem Schirpen. Ja, schau. Und mir tut's ja selber leid, aber ich red meinen Alten nichts drin. Der Sorg ist dir am Ende schon ein wenig verblödet, dein Ehegespann. Na ja, der war ja nie ganz normal. Ein Unterschied ist da schwer zu merken. Ja. Mit den Männern ist ein Gewirks. Ja, wie recht du hast. Ja. Aber sag, was ist denn mit dir? Hm? Wer Zeit hast, heiratst, gell? Bist schon ein bisschen überzeitig. Jawohl. Meine grünende Zeit ist bald vorbei. Hm. Ich verwandle mich schon langsam in eine Herbstzeit los. Aber glaubst du, wie ich die Männer lock? Okay. Oh, ich kann doch keine Fallen aufstellen, dass ich so ein schnurrbartbehaftetes Wesen einfange. Ach so, du willst auch mit einem Schnurrbart? Na ja, ich nehme da mit einem glatten, abgeschleckten Gesicht, wenn es nicht anders geht. Aber so ein Bart, na du, das wäre mir schon lieber, weißt du? So ein Bart, der kitzelt und das reizt mich. Na, hat es noch keiner bei dir probiert, so mit ernsten Absichten? Aber wo? Keiner mit ernsten und keiner mit schlamperten Absichten. Ich glaube, die fürchten sich vor mir. Dabei habe ich so ein zartes Innenleben. Ah, für die Gott, Lederer Bäuerin, jetzt muss ich wieder gehen, gell? Ich komme eh wieder vorbei. Na ja, es wird schon mein Schicksal sein, dass ich als alte Jungfer Wolken schirm. Ist ja ein lieber Kerl, die Rosel. Ich vergunne dir wirklich einen richtigen Mann. Aber das ist schon so im Leben. Der, von dem man träumt, den kriegt man nicht. Ich habe ja auch mein kleines Mandel, meinen Alten nehmen müssen. Also über den Preis reden wir noch. Ich danke dir halt schön, dass du das beim Notar geregelt hast. Ja, gern geschehen, aber weißt du, ich hoffe halt immer noch auf ein Wunder. Vielleicht überkommt dich noch die Erleuchtung, dass du nicht diesen schönen Hof da, diesen Leuteschinder da, diesen Hartholz schenkst. Ah, war mir nicht alles täuscht. Hast du gerade eine Vorlesung über meine Tugenden gehalten? Ich weiß, dass du mir wohlgesinnt bist. Und ich werde dir die Freundlichkeit, die du mir immer bewiesen hast, sicher eines Tages vergelten können. Siehst du, es freut mich, dass du weißt, was ich von dir halte. So, da wie ich hab nichts Schlechtes über dich gesagt, gell? Gesagt hast nichts. Aber angehört hast das. Das war nicht schön von dir, Vinzenz. Gar nicht schön. Soll nimmer früher kommen, nimmer soll es früher kommen. Das will ich hoffen. Ja. Denn sollten sich solche Vorfälle wie der vorige wiederholen, dann könnte es leicht sein, dass ich mein Wohlwollen, das ich da die ganzen Jahre immer bewiesen habe, bereintät und dann gezwungen wäre... Den Hof gar nicht zu nehmen. Ah, den Hof? Den nehme ich schon. Ach, ich nehme das heißt, ich wollte sagen, der Gstettner hat gar nicht so Unrecht. Wenn ich mich in dir so bitter täuschen tät, dann könnte es leicht sein, dass ich meinen Antrag mit dem Austrag nicht länger aufrechterhalten kann, der mich in dieser schweren Zeit ja mit großen Sorgen belastet. Ja, du tust ja eh allen im Dorf schon furchtbar leid. Ach, so ein schlechtes Geschäft, was du da machen musst. Da tauscht du diesen großen Hof gegen diesen kleinen Austrag ein. Mein lieber Gstettner, in unserer schönen Welt sind die Gaben der Klugheit verschieden verteilt.
Ich bin ein gescheiter Mann, ein Ehrenhafter. Aber du sagst nicht das, weil sonst vergiss ich mich. Hey, geh lieber. Vierte, Vinzenz. Vierte, Stegner, vierte. Und du? Wart halt's. Der passt eh auf. Da sind die nicht einmal im Finstern drin. Weil sonst mag ich aus dem Herrn Hartholz ein ganz, ganz weiches Holz. Vierte! Ah, so ein frecher Kerl! Vinzenz! Ja, was ist denn? Ach, das schaut her. Ja, Herr Hartholz ist auch da. Komm her, jetzt bin ich reingekommen, jetzt können wir essen. Ja, ja. Lasst euch nur nicht stören. Alte Leute müssen zur gewohnten Zeit ihr Essen haben. Hauptsache nur nicht zu viel Mahlzeit. Ja, da bist du aber bei uns am Holzweg. Wir gehen was auf ein gutes Essen, was? Na ja, wir haben schon mal hübsch was an, mein Lieber. Viel Essen, Tanz, viel Essen. Ich will absolut nicht den Eindruck erwecken, dass ihr euch da was einreden möcht. Aber langsam wird's Zeit, dass ihr euch entschließt wegen der Hofübergabe an mich. Bitte strengt nicht, aber vielleicht können wir es heute recht machen. Und so kaufen hätten wir es da nicht an, weil das hat ja noch Zeit, nicht? Mir druckt das Herz ab, wie sich, wie ich euch da umeinander blockt. Und dabei könnt ihr es so schön haben im Ausdruckstüber. Am Bankerl vorm Haus. Sechs Mal alt, ich kann es auch schon auswendig, das gestanden so. Aber bitte, bitte, wie ihr wollt. Ja, ja, wie wir wollen, das weißt du eh. Wir finden deinen Vorschlag nicht schlecht. Also, wir werden wahrscheinlich drauf eingehen. Aber nicht heute. Morgen kriegst du uns den defensiven Bescheid. Bitte das Beste für euch wäre, damit ihr eure Sorgen vergesst, dass ich den Hof übernehme. Schön wird's euch gehen mit dem Austrag, den ich euch einrichten werde. Speckknädeln werden euch zum Minder sein, brodene Tabung wird's essen. Ja, der mit den Schlingeln fahren. Ja, du aber einen Austrunk am Mostbühl ja, gell? Und sie kann mir ja alle da kommen. Ja, und ich brauch auch allerhand so Kleinigkeit. Das muss in Vertrag rein, wenn es dazu kommt. Wir werden keinen Vertrag brauchen. Ihr werdet es mit oder ohne Vertrag nicht kriegen. Was? Nicht sehen, wie man sich so versprechen kann. Mit Hans, da habt ihr eh schon alles geklärt? Ja, der will ja nicht, der will von Hof nichts wissen. Ne? Ja. Du hast nur für die hohe Kunst. Ich weiß, der Herr Schauspieler. Ja. Ein schöner Beruf. Ich weiß nicht, mir gefällt er nicht. Ich möchte kein Schauspieler sein. Nein, das glaube ich. Du spielst mir nur Theater vor. Ja, die Schauspielerei ist doch ein schöner Beruf. Ich habe selber einer werden wollen. Ja. Dann habe ich mir es wieder anders überlegt. Bei mir hat es am Talent gefällt. Dabei spielt eine ganz gesunde Komödie. Das muss ich leider gehen. So gerne bei euch bleiben nicht. Mein Gott, mir hupft das Herz vor Freude, wenn ich mir vorstelle, wie es euch gut gehen wird. Und wenn es draußen sitzen wird, sind das Sohn am Kleinen. Ja, das hast du eh schon gesagt. Jetzt aber lass uns das sagen mit dem Bankerl. Er hört es so gern. Am Bankerl wird sitzen und gut wird es euch gehen. Wenn ich dran bin, dann bockt mit die Rierung. Man lauter Freude. Vierte. Vierte. Ein herzensguter Mensch, der hat uns. Ja, und so selbstlos, so selbstlos. Grüß Gott. Bin ich da richtig? Seid ihr die Ledererlei? Ja, ich bin der Lederer. Ah ja, und ich bin die Lederin. Ah ja, dann bin ich schon richtig. Ihr erlaubt schon, dass ich mich niedersetze, gell? Mhm. Aber es ist ein weiter Weg zu euch da auf. Ja, das ist richtig. Die Frage war nicht lang, dann sitzt sie gleich nieder und nur dazu auf den Sofa. Ja, wahrscheinlich müssen wir auch sitzen. Du, wenn du denn noch ein wenig ausgerost hast, dass es mich heute und mich auch interessieren, was du eigentlich willst. Ja, lasst euch nur Zeit. Alles der Reihe nach. Lasst euch Zeit, wenn sie es haben will. Ja, dann lassen wir uns Zeit von mir an. Ja, aber sagt ihr einmal, wollt ihr euch nicht niedersetzen? Man redet sich doch vielleicht, da, wenn man sitzt. Wenn es das uns verlangt. So, ja, wir sind so frei. Sag, wer bist denn du überhaupt? Ja, kennt ihr mich nicht? Wenn du nicht bist, wir kennen dich nicht.
Ja, dann werde ich halt sagen, wer ich bin. Das war nett von dir. Also, ich bin die Tochter von meiner Mutter. Und das haben wir gleich gedacht. Na, und wer ist meine Mutter? Keine Ahnung. Wie sollten wir das wissen? Sicher hast du eine gehabt, sonst warst du nicht da, ne? Reine hat es eine gehabt, sonst willst du nicht da sitzen. Also, meine Mutter ist die Theresia Leubenthaler. Was? Meine Schwester, dass ich von dir wieder einmal was höre. Bist du erst 25 Jahre her, dass du was gehört hast von ihr? Ne? So lang dürfte es ungefähr her sein, dass ich mit meiner Mutter gestritten habe, als ich damals meinen Vater geheiratet habe. Ne? Und wir sind ja damals ausgewandert. Aber jetzt bin ich da. Ja, jetzt ist sie da. Jetzt ist sie. Was machen wir mit ihr? Ja, sie schmeißen. Was? Da werden wir es auch nicht kennen. Sag einmal, wie lange willst du da bleiben? Vielleicht auf eine gute Jausen oder gar bis zum Nachbar? Nein, ich bleibe länger. Na, viel länger. Sie bleibt länger. Viel länger, hat sie gesagt. Ja, aber eigentlich war ich jetzt kurz mit von der Hauptscherei da zu euch. Ja, da kommt sie nicht der Kammer, wo ich mich umziehen kann. Ja, wir werden da halt auch nicht herrlich. Ja, aber auch nicht, wo die Sonne gleich aller früher beim Fenster reinscheint, gell? Weil da steht nämlich viel leichter auf. Ja, von mir aus kannst du ja auch liegen bleiben, ne? Also wenn wir da schon eine Kammer herrichten, ja. Wir haben da gar kein Bettstadel. Wir haben nur unsere zwei Betten und die von Hans. Aber die können wir nicht nehmen. Was ist, wenn er so gar da herkommt? Dann machen wir direkt den Kopf zerbrechen, wo es schlafen wird. Vielleicht bei mir. Was? Nein. Bei dir habe ich sagen wollen, aber wir haben ja kein Bettstall. Ja, am Boden haben wir ein Bettstall stehen. Ja, also bis ich mit meiner Kammer so weit seid, ja, schau ich mir inzwischen den Hof an. Ja. Ich meine, wenn ihr nichts dagegen habt, Herr Onkel und Frau Tante. Herr Onkel und Frau Tante, ja. Was bin da ich davon? Die Frau Tante bin ich. Ja, da bin ich, der Herr Onkel. Ja. Ja, der Herr Onkel und die Frau Tante haben nichts dagegen, gell? Also gut, dann bin ich gleich wieder da. So, habt ihr auch Freude, dass ich so lange bleibe? Na, und was für eine? Ich habe mir sehr gleich gedacht, dass ich euch freuen werde, wenn ich komme. Nee, ja, Herr. Das ist nicht voll. Also du, jetzt gehen wir aber an der Arbeit, gell? Ja, freilich, wenn man hört. Denn du wohl am besten in der Stadt richten. Aber ja. Gell, Vinzenz, lieb ist. Ja, wenn es nicht so lieb war, glaubst du gar nicht, ich jetzt um den Besen, gell? Aber frech ist. Das muss man ihr lassen. Ja, das hat von dir, das liegt bei euch schon in der Familie. Aber ich gehe jetzt um den Besen. Wie ist das gemacht? Herr Onkel, Frau Dan. Ja, was sind's denn die zwei? Also ich käme nicht aus. Keine Viecher im Stall, kein Futter in der Kammer. Die werden doch nicht am Ende so Abwirtschaft haben. Herr Onkel ist ja da und Frau Tante ist im Kämmer. Was schreist denn so, wie es mit unserem Spielstecker? Sagt einmal, was hat denn das zu bedeuten? Keine Viecher im Stall? Kein Futter in der Kammer? Habt ihr am Ende so abgewirtschaftet? Nein, das kann man nicht sagen. Ach, braucht euch nicht schauen, das kann doch an jedem passieren. Wisst ihr was? Ich bleibe jetzt ganz da und wenn wir da zuschauen, dann werden wir den Hof schon wieder in Heil bringen. Eine Perle ist sie, eine ungefasste Perle. Ja, das haben wir alle in der Familie. Ich bin auch so eine Perle. Ja, aber eine gefasste, ne? Sag mal, wie heißt denn du überhaupt? Eva. So wie dem in Opfer, gell? Pass auf, das ist ja schön, dass du uns beistellen willst, aber wir sind gar nicht vor Ort. Nein, wir haben nur die Sachen und das Licht verkauft und das Geld haben wir alles auf der Sparkasse. Aha. Das gilt alles einmal der Hans. Ah ja, er hat sie gesagt. Die Mutter hat mir schon von ihm erzählt. Ja, und den Hof übergeben wir auch in 8 Tagen schon. Ah ja, den Hans? Nicht den Hans, den Hartowitz. Das ist der Grundstückmakler aus unserem Ort. Was? An Fremden wollt ihr den Hof übergeben? Ja, aber warum denn nicht dem Hans? Der will ihm ja nicht. Der ist ja Schauspieler geworden. Ja, ein Kasperlmacher. Also das werden wir uns noch gut überlegen, bevor wir einem Fremden den Hof übergeben. Du sag einmal, ein Geld hast du aus der Sparkasse und keine Viecher im Stall und du willst der Bauer sein? Da wundert es mich nicht, wenn der Hans weggeht, bevor sie so einen Jammer damit anschaut. Nix da, das muss anders werden. Viecher müssen wieder her. Dienstleutern her, so wie es sich gehört, für einen richtigen, schönen Bauern. Dienstleutern, aber das wird aber schwer sein, dass wir Dienstleutern gehen. Ah, die haben wir. Ja. Die Rosa, ja. Die kommt, wenn wir es rufen. Ja gut, dann her mit der Rosa. Ja, aber dann brauchen wir natürlich nur einen Knecht. Einen Knecht? Ja. Das wird schnell gehen bei den Mangel, gell, Herr Angel. Ja, da geben wir doch einfach eine Annonce in die Zeitung auf, ja. Dass wir einen Knecht suchen. Nein, Annonce ist zu teuer. Aber geht der ja hin oder der her? Wenn wir nicht zu viel Worte nehmen, wird es schon zum Ertragen sein. Ja, zum Beispiel, ich suche wen, nicht?
Aber nein, natürlich nicht so, sondern wir werden schreiben, suche Mann in dem besten Jahr. Ja, warum in dem besten Jahr? Ja, weil wir doch jemanden brauchen, der vom Hof was versteht, damit wir wieder in die Hände bringen. Ja, sag mal, das ist die ganze Annonce, suche Mann in dem besten Jahr. Aber natürlich nicht, Onkel, da kommt ja noch was hinten dran, nicht? So. Also wir werden schreiben, suche Mann in dem besten Jahr und jetzt. Bitte, kürzen wir ab, ja? Für H, F und B, V am Lederhof in Kleinlehnthal. H, F und ja. B, V, das verstehe ich nicht. Das ist doch ganz einfach. H, F, B, V, das heißt, Ja, so viel habe ich auch gewusst, gell? Also, pass auf. H, F ja. Und B, V heißt, für Haus, Feld und Betrieb vorzustellen. Also die ganze Annonce heißt dann so, suche Mann in den besten Jahren für Haus, Feld und Betrieb vorzustellen am Ledererhof in Kleinlehnthal. Ja, und glaubst du, dass du dann mit der Annonce mal auskennst? Du bist so ungebildet, Wilzes. Das versteht doch jeder. Ja, da war's best nicht, gell? Aber schau, Onkel, heutzutage wird doch alles abgekürzt, nicht? UNO. Sagt man ja, United Nations Organization. Ja, wenn die UNO so heißt, nicht, dann wirst du ja noch einen Haufen. Ich verstehe dich nicht. Heutzutage wird alles abgekürzt. Ja, dann kürze ich dich auch. Du bist eine BU. BU, das heißt gar nichts. Oh ja, das heißt blöde Ursel. So, wie redest denn du mich nur? Du bist ein RD, ein Riesendepp. Also Schluss jetzt mit euren Liebkosungen, ja? Wir müssen handeln, die Annonce wird sofort aufgehen. Aber schau, das hat alles ganz weggewirrt, den Hof, den Hort wird übergeben. Es ist ja schon fast alles ausgemacht. Ja, schriftlich? Nein, wir haben noch geredet drüber. Dann wird es ja so gemacht, wie ich gesagt habe, ja? Jahrelang. Habt ihr euch um den Hans gesagt, ja? Habt ihr ihn aufgezogen? Habt ihr einen Riesenmann aus ihm gemacht? Bitte schon da, von mir aus ein Clan. Ich kenne ihn ja nicht, ja? Und jetzt wegen seiner Schauspielerei, was vielleicht eine Laune von ihm ist, wollt ihr einem Fremden den Hof übergeben? Der, von dem ihr nicht einmal wisst, wie er euch im Auftrag behandeln wird, da wird nichts draus. Onkel, morgen fahren wir zwei in die Stadt, heben das Geld von der Sparkasse auf, Viecher werden gekauft, Dienstleute müssen her. Na, was sagst du jetzt dazu, Herr Onkel und Frau Tante? Ja, und glaubst, fahren wir halt eine in die Stadt, nicht? Aber was sagst denn du dazu, Frau Tante? Hey, oh Herr Onkel, was ich sag, sie will ja, sie will. Sie will ja. Die Stellen sind alle voll. Zuerst sind die Viecher gekommen und dann wir. Na, bei dir war der Unterschied aber nicht groß, gell? Ruhe ist, hab ich gesagt! Na, das kann ja noch schön werden. Stürzt euch wieder alle auf wie vorher. Geh mal. Au! Wie beim Militär. Wir trainieren schon für die Reserve. Dass ihr es wisst, die Rosal war schon vorher da am Hof, ja? Und der Rosal hat es ihr zwei aufzufolgen, gell? Du, gib mir einen Titel. Das macht Eindruck. So, jetzt kennt ihr euch aus, ja? Und jetzt erwarte ich, dass alles so geschieht, wie ich gesagt habe, gell? Und dir, sage ich, Kraft wird bei uns nicht, ja? Du hast deinen Willen so durchzusetzen, dass den anderen die Arbeit erfreut macht. Aber nicht mit Gewalt. Verstanden? Verstanden? Ja! Da siehst du das. Mit Liebe musst du uns behandeln. Du, sei nicht frech! Sonst lernst du mich kennen. Ich bin nicht so
Eva, wenn du nicht tust, was ich dir sag, dann hast du ein paar Tage lang ein geschwollenes Gesicht. Verstanden? Verstanden? Mein Lieber. Jetzt ist das Herz auf mit Hosen gerutscht, gell? Die hat ja Kraft wie ein Bär. Überhaupt. Sei du nicht frech. Sonst lernst du mich kennen. Und dann könnte es dir passieren, dass der Bader mit einem geschwollenen Gesicht herumrennst. Du Nixerl. Du Kleines. Verstanden? Jetzt steht er. Und mit wem soll ich schimpfen? Ich weiß schon was. Jetzt geh in den Stall und schrei die Viecher zusammen. Die werden schon sehen, wer da was zu reden hat. Verstanden? Du hast noch jahrelang bisher, dass ich nicht da war. Ich weiß nicht. Mir kommt alles ein bisschen verändert vor. Na, der Vater und die Mutter werden sich freuen, dass ich wieder da bin. Also was die zwei alten Leute für eine Freude haben, dass bei uns wieder so zugeht wie auf einem richtigen Bauernhof. Wer ist denn das? Eine Figur hat sie Liebe. Fräulein, drehen Sie sich einmal um. Es erwartet Sie eine freudige Überraschung, wenn Sie mich sehen. Buschale, also jemand darin in der Stube. Ah, das wird der neue Knecht sein. Sagen Sie, kommen Sie auf die Annonce? Nein, meine Ankunft hat mit einer Annonce nichts zu tun. Nein, ich bin einfach gekommen. Und jetzt bin ich da. Jetzt ist er da. Seine Frechheit. Kommt ein wildfremdes Maß betreiben und setzt Sie einfach hin? Sagen Sie, wie können Sie sich einfach da hinsetzen? Ja, erstens gefällt es mir da. Und zweitens sitze ich gern da. So, Sie sitzen gern da. Sie werden gleich ganz woanders sitzen. Und zwar draußen bei der Tür. Er fühlt sich gar nicht. Sagen Sie, warum schauen Sie mich so an? Ja, weil es mir gefallen. Ja, und das habe ich Sie nicht gefragt. Sie gefallen mir trotzdem. Das kann mir kein Mensch verbieten. Der hat eine Frechheit in sich. Sagen Sie, was wollen Sie überhaupt da? Einen Durst hätte ich. Ah ja, und dann müssen Sie sich einfach gleich zum Tisch ersetzen. Können Sie nicht stehen um einen Trunk bitten? Beim Sitzen trinkt sie es bequemer. Es darf nicht wahr sein. Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Ich werde mit einer wildfremden Person sagen, wer ich bin. Sagen Sie mal lieber, wer sind denn Sie eigentlich? Also bitte, bitte, ich gehöre da her, ja? Der Ledererbauer ist mein Onkel und die Ledererbauerin ist meine Tante. Na und bitte schön, wer sind Sie? Bitte schön, dann kann ich Ihnen ja auch sagen, wer ich bin. Der Ledererbauer ist mein Vater und die Ledererbauerin ist meine Mutter. Was? Sie sind ein Blödsinn, du bist der Hahn. Ja, ich bin der Hahn. Und ich bin die Eva. Die Eva? Ja. Also komm schon her und gib dir einen verdammten Bus. Ja, ja, aber sonst wisst ihr nichts von, gell? Na freilich, mit der Zeit wird schon mehr werden. Ja, da gehören aber zwei dazu, gell? Und mit der Zeit wird es gar nicht erwarten können, dass du mich um was bittst. Ja, so schau ich aus. Überhaupt, richtig. Du bist ja ein Schauspieler, ne? Da komm ich dir an. Sag einmal, wie berühmt bist du denn eigentlich schon? Also mit der Berühmtheit schaut's nicht, wer der, weißt, ich bring's nicht weiter. Wir reden und reden. Komm, gehen wir zu deinen Leuten. Du, pass auf, und dann schau dir die ganzen Veränderungen an, die man da auf dem Hof durchgeführt hat. Du, vielleicht kriegst du Lust und bleibst da und wirst ein richtiger Bauer. Nein, da mache ich eher aus dir eine Schauspielerin, ja. So eine komische Alte oder so. Eine komische Alte? Du, ja, das ist ja. Da kommst her. Das Geschicht, wie ich da gesagt habe, dieser Nichte, die da blöderweise daherkommen ist und den alten Ledererleuten, die so schön eingekocht hat, da hat er so narrische Sachen einredet, die Viecher einkauft, den Hof herrichtet, etc., etc. Da musst du den Kopf verdrehen, die musst du heiraten. Ich muss den Hof haben, gerade jetzt, wo die Ställe voller Kühe und Ochsen sind. Und ich soll mir wegen dem Hof und wenn die Viecher verschleudern, opfern. Red nicht so, Dolgert. Red nicht so, Dolgert. Opfern? Eva ist schön zum Anschauen. Oder gefällt es vielleicht nicht? Hab's erst einmal gesehen. Da noch von hinten. Die Eva ist überall reizvoll.
Ich weiß nicht, von hinten hat es ausgeschaut wie alle anderen. Ich tue keine Widersprüche. Ich stelle dich jetzt vor und du weißt, was du zu tun hast. Ja, ich gehe heim und beschwere mich bei der Mutter, dass du mich verkuppeln willst. Bist du ein Sklavenhändler? Red jetzt so frech erst, sonst fangst du eine. Oder hast du vielleicht eine andere? Ja, Vater. Ich hab... Was? Ich hab keine. Dein Glück. Du schaust das an. Falls da ist gut. Falls du nicht, ach, sie muss dir gefallen. Denk an den Hof, denk ans Geld. Um das geht's. Und die Liebe? Die Liebe ist deine Himmelsmacht. Firlefanz, Liebe. Deine Mutter war auch keine Schönheit. Schöner wie du auf jeden Fall. Wenn ich dich so anschaue, wundert es mich, dass dich die Mutter überhaupt genommen hat. Sei nicht verreckt, sonst fangst du wirklich nur eine. Du bleibst da, wenn die Eva kommt, stellst dich vor, sagst, dass du mein Sohn bist. Ah, das ist kein Renommee. Wenn ich das sag... Was sagst? Ich bin das Junge vom alten Ortholz. Gut. Dann sagst du noch, dass du gehört hast, dass ihr ein schönes Fräulein ist, dass du sie gern kennenlernen möchtest und dass du deshalb rüberkommen bist. Dann ist von Plätzchen der Ehre, haut's mir eklig aus. So redst du, wie ich dir's gesagt habe, und damit aus. Ich versteh mich auf die Weiber. Mach's gut. Furchtbar. Wenn ich mich nur traut, hätte ich dem Vater schon gesagt, dass ich nicht will. Was wird denn die Mädel dazu sagen? Die hab ich doch das Heiraten versprochen. Ich bin in einer furchtbaren Lage. Wenn ich nicht tue, was der Vater will, dann schlag mich der Vater. Und wenn ich es tue, dann schlag mich die Mädel. Auf jeden Fall lang lebe ich nimmer. Das schön. Da ist er schon wieder, Anna. Das wird wahrscheinlich der Knecht sein. Sag einmal, kommst du auf die Annonce? Nein, eigentlich nicht. Der Vater schickt mich. Ah, hat der gelesen, die Annonce? Komm auf keine Annonce. Ja? Der Vater schickt ja, mich. Der Hortholz. Und darum bin ich gekommen, weil ich gehört habe, was du für ein hübsches Fräulein bist und weil ich dich gern kennenlernen darf. Aha, gut. Das erzählst du mir alles am Sonntag, ja? Ja. Jetzt habe ich keine Zeit dazu. Geh ins Haus zu deinem Vater, sag ich mir, lass ihn schick grüßen am Viertel, gell? Ja. Sehr starken Eindruck scheine ich nicht gemacht zu haben. Wenn mich der Vater schon verkuppeln will, soll er sich selber darum bemühen. Ich weiß schon, was ich tue. Ich gehe zur Mäuler und sage, dass ich die Eva von da heiraten soll. Hoffentlich überlebe ich's. Ach, diese Freude. Jetzt ist doch mal wieder alles so, wie es früher war. Die Eva hätte früher kommen müssen. Ah, da ist ja die Frau Tanne. Ja. Du hast sie jetzt gerade zu meinem Hans gesehen. Ja. Wie gefällt er denn unser Herr Ziesohn? Ja, ist ein fescher Mann. Ja. Du, er ist eigentlich ein sehr fescher Mann. Ja, das haben wir gleich gesehen, wie wir ihn adaptiert haben. Dass das einmal ein fescher Mann wird. Der war ja so lieb. Wie er so am Bauchel, als er nackt auf dem Bärenfell gelegen ist. Also ich kenne nur so Anzug, aber mir gefällt er so auch. Was, Eva, sowas hat mein Alter und ich nicht so gemacht. Also, wie kann die Frau Tantl sowas ja, sagen? Ja, das stimmt. Nicht? Schau dir deinen Herrn Onkel an. Nicht, ja? Kannst du verstehen, wie der Bauer ausgeschaut hätte, wenn wir ihn gekriegt hätten? Aber das muss von was anderem reden. Sag einmal, ich verstehe noch immer nicht, dass es kein Knecht da ist. Der Onkel hat es doch aufgegeben, die Annons. Naja, hoffentlich kommt bald einer, weil mit dem Madeln allein ist das kein Wirt schaffen. Also komm, jetzt gehen wir in die Geh mal in die Kuchel nach dem Essen schauen. Ich mache den Hans seinen Lieblingsspeis. Ja. Der hält was aufs Essen. Ah, ja. Ja. Da kannst du kochen. Ja, freilich kann ich kochen, aber warum fragst du denn das? Naja, das war nur so ein Gedanke von mir. Sie will keine Schauspielerin werden, er will kein Bauer sein. Schön wär's, wenn. Was, wenn? Na, nix. Sag einmal, du, der Onkel hat doch heute Geburtstag. Ja, den 70. Aha. Ich bin viel zu jung für ihn. Wie alt ist denn die Frau Tant? 69er Holz. Ich bin hier direkt ein Teenager.
Gell? Aber jetzt komm in die Küche. Ja. Also ich sag der Eva, mit so einem Alten hast du eingefreckt. Nicht? Aber mir hat ja kein anderer wollen, hab ich mich den Vinzenz geschenkt. Hallo, was ist denn? Da ist keiner da. Aber herein sagt man trotzdem, nicht? Aber richtig, bin ich ja hoffentlich nicht. Aber, HFB. HFB. Ich weiß schon, was das heißt. Das heißt Heirat, Familie und Bett. Ja, ich bin ja so abbrennend, nicht wahr? Ich muss mir eine reiche Heirat suchen, jetzt so nahe ich werde, nicht? Ich meine, ich war ja schon bei so vielen Annoncen, nicht? Und hab mir die Weiber angeschaut. Die Hälfte war so schier, da bin ich der Frau rein. Und die, was halt gefallen hätten, die haben mich rausgekaut, nicht? Ja, ja, hart ist das Leben. Nein, das kann nicht die sein von der Annonce. Das ist wahrscheinlich die Tochter. Die Tochter. Gottscheier, das ist wieder einer da. Sag einmal, wo kommst denn du her? Wie oft durch die Tiere, ne? Das weiß ich doch, dass du nicht durchs Fenster geflogen bist. Na, was willst du denn? Ja, ich komm auf die Annonce, nicht wahr? Ja, so kannst du mir nicht sagen, wo die ist, nicht, was die Annonce aufgegeben hat. Ich hab's aufgegeben. Du hast es aufgegeben. Auf Wiedersehen. Da komm her. Du gefällst mir gut. Du musst kurzsichtig sein. Genau so einen habe ich erwartet, den ich auf der Nase gesucht habe. Das ist nicht ganz beieinander. Komm her, setz dich wieder. Ja. Der Platz. Was heißt Platz? Ich kann Schipsel nicht, ne? So. Platz. Wer bist du? Ich bin ich. Das weiß ich, dass du kein anderer bist. Na, warum fragst du mich dann, ne? Also pass auf, ich hilf dir, ja? Ja. Wie heißt du? Wie heiß ich? Heiß Rudi. Rudi heiß ich. Also Rudolf. Nicht Rudolf, Rudi. Rudolf war einer zu lang, ne? Also gut, Rudi. Nein, nicht gut, Rudi, nur Rudi. Na und hinten? Ich heiß überall Rudi. Vorne und hinten. Gehen wir weiter. Ja, ich weg, ich will für dich, ne? Da bleibst. Platz. Wieder Platz. Da. Geboren? Ja, leider. Wieso leider? Ja, ich war nämlich eine Überraschung. Wieso? Wieso? Weil vor allem Mama hat immer gesagt, ich war ihre schlimmste Überraschung. Vorbestraft? Nein, immer nachher. Schwere Strafe? Na, 3 Tage habe ich gekriegt, aber nur weil sie mich verkennt haben, ne? Aha, ein Justizirrtum. Ja, ich gehe mir jetzt zum Bruder beschweren, weil ich überhaupt. Was hat's? Überhaupt. Na? Nimm deine Kappen runter. Nein, die geniert mich nicht, ne? Aber nie? Du hast es ja nicht auf, ne? Kappen runter! Fix nicht einmal. Wer ist? Na, was mache ich jetzt damit? Aufhängen! Was, ich soll mich aufhängen? Aber nicht, ne? Die Kappen sollst du aufhängen. Ja, wo denn? Wo? Ach so. Hier hinten habe ich dir doch gezeigt. Hinten? Der kann mir nichts recht machen. Ach so, was sagt er? Komm wieder her. Tschüss. Platz. Wieder Platz. Wo geboren? Zwischen Floridsdorf und Stammersdorf. Ich höre nicht da hier und nicht dort, ich bin ein Zwitter, nicht? Und warum?
Warum? Weil sie mein Fräulein Mama in der Zeit geirrt wird, nicht? Also wann geboren? Nein, ein Vormittag. Die Bibel von 331. Sag einmal, das weißt du so genau? Weil, mein Fräulein Mama hat ja den Neiner aus der Uhr rausgestemmt. Sie will nicht erinnert werden, wann ich gekommen bin, ne? Okay. Ja. Hat sie die nicht gern? Das weiß ich nicht, sie mag mich noch nicht, ne? Du, das finde ich aber sehr traurig. Ich kann ja nichts dafür, ne? Ich hab mir sie nicht ausgesucht. Ich wurde ja in sie hineingeboren, ne? Dein Vater? Hab ich keinen. Jeder Mensch hat einen Vater. Ich nicht, mein Fräulein Mama ist meine ganze Familie. Aber du musst doch wenigstens wissen, wie dein Vater heißt. Weiß ich nicht, mein Fräulein Mama hat gesagt, das war so eine geschwinde Geschichte, nicht? Der war auf der Durchreise und hat vergessen, dass er noch einen Namen gefragt hat. Was soll es gibt? Du pass auf, aber nur für den Fall, ja, wenn da was passiert. Was hast du denn für eine Blutgruppe? Blutgruppe A! Das hast du aber jetzt schon. Gell, gell? Die habe ich auch schon achtmal beim Vormundschaftsgericht angegeben, ne? Weißt du was? Wir machen die ganze Schreiberei. Ja, los, mal, gell? Du glaubst mir gar nicht, weil du so lange nicht gekommen bist, ja? Habe ich heute Nacht ja sogar schon von dir geträumt. Ja, schau her, ich bin der Traum ihrer Nächte. Ja. Die will mich heiraten. So was gibt's ja gar nicht. Stark bist du. Ah, ja, die braucht einen kräftigen, ne? Ja. Aus dem Bauernstand bist du aber nicht. Nein, ich bin ein städtisches Erzeugnis. Wie schaut's denn aus mit deiner Schulbildung, ha? Na ja, bis in der ersten Klasse bin ich da durchgerast und dann habe ich mir Zeit lassen. Aus der Stadt ist er, na ja, macht nichts. Macht nichts, ich werde schon alles beibringen. Ah, die riecht mir gleich an, was wir brauchen. Und nur nicht scheu sein, ja? Immer gleich fest zupacken. Na ja, ich pack schon zu, wenn du mir entgegenkommst, ich bin ja müde. Mit meinen Entgegenkommen kannst du rechnen, komm her. Ja. Die zweite dir da, ja? Das ist deine Kammer. Das ist meine Kammer? Ja. Ich bleib gleich da. Ich lass mich gar nicht mehr vorgehört. Ich habe Angst, ich komme dir gestohlen werden, nicht? Komm ich zu dir und dann gehen wir es gleich an, gell? Ja. Und jetzt gehst du auf die Bahn und holst deine Sachen. Du machst sie doch auf der Bahn. Auf der Bahn? Ja. Meine Sachen? Ja. Ich glaube nicht, ich bin ja noch nicht alles gekommen. Ja, aber du musst sie doch auf der Bahn haben. Ich muss sie auf der Bahn haben, ja, nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, wie die rausgekommen sind. Jetzt komm mit, jetzt gib ich dir was zum Essen. Ja, nie vergessen, ja, dass du in untergeordneter Stellung bist. Die bestimmt jetzt schon die Stellung. Ja. Was sagst du jetzt dazu, was? Dass alles so ist, wie es früher war. Ja, ich kann es nicht leiden. Ja. Und wenn die Eva nicht da wäre, dann sitzt man jetzt im Ausdruckseinsatz. Es ist noch aber nicht sicher, ob wir nicht da noch reinkommen, gell? Ja. Aber sei froh, du hast heute deinen Geburtstag, sonst möchte ich dir was sagen. Sag's nur, das bin ich eh schon gewesen. Naja, ich will nicht unhöflich sein, aber du bist ein AT. Was? Ein Altentatsam. Ja. So? Weißt du, was du bist? Eine Aha! Was ist denn das? Eine alte Hutblume. Oh. Mensch, hörst du, ich hab mich gefordert. Das Weib ist ganz nahe, ich hab mich auch für mich aus. Ich heirat's, wenn sie es riskiert, ne? Ein Mann! Ein wirklicher Mann! Hey, du? Ganz nett, jeder kennt da halt sein. Sag, bist du der neiche Knecht? Neiche Knecht? Ich bin der zukünftige Herr da von Hof, ne? Hier die Eva, wir wären ein Paar. So schaust du aus. Die Eva und du? Ja, sag mir, warum die den nehmen soll. Das weiß ich auch nicht. Die hat mich gesehen und weg war's. Ist der Vogel? Du bist ein blöd, bist du. Der Fahrgeheim, innerlich war es weg, nicht? Bist du erschrocken, wie es dich gesehen hat? Erschrocken, so schief bin ich auch nicht. Schau, pass auf, die Geschichte ist ja so, die hat ja schon alles schriftlich festgelegt, ja. Und wohnen muss ich auch da oben, merkst du das, nicht? Und
Und die Stellung hat es auch schon ausgemacht. Nee, du, das gibt's doch gar nicht. Meine Männlichkeit hat's verdruckt, nicht? Aber die Eva, die ist doch viel zu jung für dich. Das macht gar nichts. Dafür bin ich älter, das gleicht sich wieder aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den die Eva will. Schon bist du eppert worden hier? Ja, das sind eine komische Weiber, du. Was willst du mich kaufen hörst? 1,80 Meter bin ich groß, 78 Kilo bin ich schwer, Krankweite 42 und ein ganz kleines Schuhnummerl habe ich, 48. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die Eva an dem findet. Sag, hast du geheime Reize? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe schon lange nicht nachgeschaut, nicht? Schau, ich werde was sagen, heißt, ich will ja die Eva gar nicht. Ich mag's gar nicht, nicht nur, weil die ist mir ja viel zu schlank. Ich schwärme mir für was Körperleids. Na, dann schau mich an. Ja. Da bin ich schon ganz was anderes, ja, gell? Ja, da war mein Lieber, nicht? Aber du bist mir auch nicht zu mager, nicht? Zu mager? Okay, du, bei mir bricht doch die Waage zusammen, wenn er mit draufsteht. Mach nicht so ein blödes Gesicht her, was du mir anschaust, nicht? Schau, bei mir geht's nur um eins. Entweder muss ich reich heiraten oder arbeiten. Da heirate ich nur lieber. Kann es etwas Schöneres geben, als einen Mann zu heiraten? Ja, aber ich will ja keinen Mann, nicht? Ich bin überhaupt gegen die Ehe. Ja, vollkommen, verstehst du? Vor der Ehe, da ist sie recht zärtlich, recht lieb und nachher fängst du zum Streiten an, schimpfst den ganzen Tag und den ganzen Tag Krieg führen und auf die Nacht zum Feind legen. Na, danke. Was? Okay, in jeder Ehe ist es doch nicht so. Aber ja, schon zweimal habe ich es schon probiert, nicht wahr? Ja, habe ich ernste Absichten gehabt. Aber die eine, sage ich dir, die war dann so schier. Mein Lieber, so was Schieres, weil mit der ich in Ort spazieren gegangen bin, haben die Hunde einen Schüttelfuß gekriegt. Okay. Und die zweite? Und die zweite, die war da wieder so ein bisschen, so wieder. Ja, mei, war da das Weib bissig. Erst mit der bin ich einmal in den Wald Schwammerl brocken gegangen. Steht da vor, da hat's ein Kreuz unter dem Bissen. Oh nein, ui, da war's aber lang krank. Na, sie nicht, aber die Kreuz unter dem Bissen. Ja, jetzt halt mich nicht auf, jetzt gehe ich auf die Bahn und hol meine Sachen, obwohl ich gar nicht rauszahle. Dass den die Eva will. Ach, bitte, ich nehme den. Aber das auch nur, weil ich mich momentan in einem sexuellen Notstand befinde. Kein Mal schlimm, aber gar kein Mal. Da hast es nicht sonntags nie, da ist die ganze Woche der Betrieb entstellt. Ja, ich glaube, es sich nicht recht. Wann bist denn du gekommen? Heute. Ich bin noch nicht lang da. Ich bin nur gekommen, weil der Vater Geburtstag hat. Wie geht's dir denn mit der Schauspielerei? Das gefreut dich doch noch, ne? Ich weiß nicht, was ich da drauf sagen soll. Weißt, ich bring's einfach nicht weiter. Nur nicht aufgeben. Du bist der geborene Schauspieler. Das fördert man noch, dass der vielleicht da bleibt. Deine Karriere, die kommt ganz bestimmt. Ja, ich glaub's nicht recht. Eigentlich habe ich noch nichts erreicht. Man wird ja immer älter. Nein. Ich glaub's nicht recht. Aber komm, gehen wir zum Vater. Ich hab dir doch gesagt, du sollst auf die Bau gehen und deine Socken verlangen. Ich hab's eh verlangt. Na und? Ja, die haben gesagt, ob ich deppert worden bin. Warum? Weil nichts draußen ist. Ja, warum bist du dann überhaupt auf die Bau gegangen? Weil du was angeschafft hast. Sag einmal. Das, was du anhast, ja? Das ist das Einzige, was du hast? Nein, das gehört auch einem Freund von mir, ja? Ich hab was gekriegt, der geht jetzt gestreift, der ist in Stein. Also, komm mit mir, ich werde jetzt alles zeigen und dann gehen wir's gleich an. Jetzt sag's mal was und dann gehen wir's gleich. Na, hoffentlich blamiere ich mich nicht. Thank you.
sein. Also ich würde die Röcke ja noch kürzer machen. Na, noch kürzer, das geht nicht. Da stehen wir dann schon frei. Zieht sie denn ein Bauernnadel so an? Ja, was ist denn, wenn ihr euch buckt? Da sieht man direkt den Himmel. Außerdem, wir brauchen uns ja nicht bucken. Na, du bestimmt nicht, weil du arbeitest sowieso nichts, gell? Jö, das ist gelogen. Ich zerreiß mich direkt für den Hof. Ja, so schaust du aus. Die Röcke werden sofort länger. Bitte, nehmt uns mal was dran. Da bleibt. Die hat einen Ton. Ach, ja. Du, sag einmal, wer war denn heute noch bei deinem Kammerfenster? Ja, war da einer? Ja, was hätte denn der wollen? Denkst doch einmal nach. Ich kann mir's wirklich nicht denken. Also, du halt deine Großmutter zum Nahen, ja? Ich hab keine. Ich hätte eine. Also, seid's nicht so frech, sonst schmier ich eine, ja? Bitte, hau nur her. Dann stell mich deppert, dann kannst du mich erhalten. In deine Kammer hat er wollen. In meine Kammer hat er wollen. Vielleicht hätte er mir ein Märchen erzählt. Ja, ich hab angekommen, der wollte mir immer also, Märchen. Also, wird jetzt in Ruhe gehen. Mit Märchen hat er sicher nichts zu tun. Eher mit einem Storch. Ich sehe, du hast schon deine Erfahrungen. Seine Frechheit. Zu mir ist noch nie an ein Fenster gekommen. Aber du hast ihn gleich mit der Haustür reinlassen. Mir da eine, ja? Also ich kann nur sagen, hoffentlich ist nichts passiert. Ja, hoffentlich. Ja, jetzt geht's an eure Arbeit. Danke für die Belehrung. Danke, Frau Tugendwächterin. Also, weißt du, bleib bei euren Locken. Na, wart's noch, wenn ich euch erwische, ja? Rechtsam zu verlieren. Ach, da bist du ja immer. Ja. Ich hab dich im ganzen Haus gesucht. So, warum denn? Ich wollte nur sagen, ich hab Post gekriegt. Ah, ja? Die Proben, die ich jetzt nicht anfangen schau. Ah ja. Hast du eine rechte Freude, Frieder? Eine Freude? Oh ja, eine Freude habe ich schon. Aber nur, wenn du die mit mir freist. Ich soll mich frei? Schaman so ist die. Dein Platz ist da am Hof. Bravo. Red nur so weiter. Ich könnte da stundenlang so zuhören. Ja, und das habe ich dich nicht gefragt. Schau, Eva, ich will ja nicht sagen, dass ich unbedingt zurück will zum Theater. Aber wenn ich da bleibe und den Hof übernehme, lasst mir keine Beine. Ja, ich kenne deinen Geschmack nicht. Naja, eine Figur müsste es haben, eine halbgroße. Lustige Augen, die im Zorn so schön aufleuchten. Rotblondes Haar. Aber schau, das lange hin und her hat keinen Wert. Eva, was gäbest du mir für eine Antwort, wenn ich die frage? Willst du meine Frau werden? Was? Nie wisst hab? Ja, das ist ja nicht dein Ernst. Und ob? Und der Antwort? Ja. Meine Antwort? Ja, ich weiß nicht, Hansi. Ich kann dir jetzt noch keine Antwort geben. Frag mich anders mal. Ich spür's dir, dass mich gern hat. Ich frag sie noch einmal. Die Hauptsache ist, dass sie auch sagt. Interessant. Beim Hurken, da erfahren wir allerhand. Aber ich hab schon meine Mittel, wie ich es auseinanderbringe. Gehen wir's an, die Offensive. Hans, warte auf mich, ich muss dir was sagen. Ja, warten, komm ich gleich. Hans, gut, die trifft, du bist ein Schauspieler. Ja. Ja, ist schwer, das Komödienspielerei. Ja, Talent muss man halt haben. Ja, wie kennt man denn das, ob man Talent hat? Ja, das hat man oder man hat es nicht. Ja. Hans, reden wir nicht davon. Ja, hab ich ja Talent? Das weiß ich wirklich nicht. Ne? Nein, aber in Märchen dazu bin ich großartig. Geh, komm her, sag das. Ja. Ich sag da, der Peter, gell? Schon der hat sagen, ja. Das ist so. Zwei Knaben gingen auf den Ötscher, da wurde der eine Matsch, der andere Mädchen. Da sagte der Mädchen, wenn zum Matschen komm, da auch wieder habe ich Hatschen. Hans, ich weiß nur eins, ja? Verliert der Mann in Mai die Hose? Dann war im April das Gummiband schon lose. Es wird immer besser. Der wird nur ein Zug. Na los, das nur so, schau, sei nicht so. Ein Fischer saß am Meeresstand, die schmucke Angel in der Hand, an dieser hing ein fetter Barsch,
Das Wasser reicht ihm bis zum... Knie. Das reimt sich doch nicht. Ja, ja, weil er jetzt Deppi ist, aber wenn dann die Flut kommt, nicht dann. Du siehst deine Ferse und sind sehr schön. Ja, aber ich glaube, fürs Theater ist da ein bisschen zu wenig. Ja, glaubst du, was wissen du eigentlich wer? Ich will schon wieder Schauspieler, dann brauche ich nicht heiraten, nicht? Ein Schauspieler? Lustige oder ernste Rollen? Nein, ernste, weil ich war so leicht, nicht? Charakterdarsteller oder. Liebhaber. Na, Liebhaber, nicht? Da passe ich großartig dazu, nicht? Ich hab so ein blödes Gesicht, nicht? Du, ich hab da was mitgebracht. Ja. Lerne mal was drauf, ja. Das ist jetzt ein Lernwerk. Oh, Geliebter, komm an meine wogende Brust. Sie ist blöd, ich hab da keine Wogende. Sie sagt doch das, sie, das, was du lernen sollst, das ist doch 5 Seiten weiter, gell? Und das lernst du jetzt und sagst mir es dann später, gell? Ja, ja, du Hans, ich sag dir nur gestanden. Nein, also sag das später. Ja, magst du reden? Hey, das war schon ein Stanzel noch gewusst, ne? Der Tag ist hell, die Nacht ist finster. Das weiß ich eh, was ich so mache. Ach, nicht, was ich da. Rosalinde, ich liebe dich. Das freut mich, gell? Die brennen vom Zwiebelschneiden die Augen. Warte, wie geht das weiter? Und mache mich glücklich. Glücklich. Wohl, wirklich. Und mache mich glücklich. Wie schön der von mir redet. Der Duft, der Duft, der dich umschwebt, der schwängert meine Sinne. Was tut mein Duft? Ah, der macht mein Zwiebelgeruch. Die sind schon gut gesoffen, gell? Das ist gut, das mit Schwängen, das kommt. Da liegt was drin. Als ging ich in einen Rosengarten, wo 1000 Blüten sich der Sonne entgegen öffnen. Na, das ist ein Strunz. Gott, wie schön der von mir redet. Wie 1000 Rosen. Ja, ich hab gar nicht gewusst, dass ich so dufte. Er muss die Zwiebeln gern haben. Wenn du mich nicht erhörst, dann stürze ich in das Schwert mich rein. Ja, Depper bin ich, gell, was sagen wir da? Oh, sag ja, Rosalinde, sag ja. Ja, sag ich, ja, 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 ja. Was sagst du? Freilich sag ich ja, ich kann doch keinen Schwertschluck aus dir machen, ich nehm dich. Wer redet von dir? Du hast doch gerade gesagt, Rosalinde, ich liebe dich. Ja, da hab ich doch nicht dich gemeint. Ganz andere, Rosalinde habe ich auch nicht gemeint. Ach so, na, dann red nicht so blöd daher. Na, sag einmal, wie weit bist denn schon mit deiner Eva, ha? Seid schon drin in die Flitterwoche? Nein, wir wöchern noch nicht. Naja. Hat sie dich noch nicht verführt? Einen Rudi verführt man nicht. Du, pass auf, erst. Ich werde ja wahrscheinlich gar nicht heiraten müssen. Ich wäre Schauspieler. Schauspieler wäre ich, ja. Das, was ich da gerade da gesagt habe, das war eine Probe. Ja, ne? Du, ich habe jetzt den Hans ein paar Verschen gesagt. Na, oh mein, der war ja ganz deppert vor Freien und Freuden, haben sie ihm, ja. Jetzt will er ansagen, ja? Ja. O Mägdelein, o Mägdelein, ach lass mich in dein Kämmerlein. Ich könnte mein Glück nicht fassen, du hast doch viele schon gelassen. Na, die wird dem Herndln aufsetzen, dass ein 18-Händler dagegen ein Schaf ist. Ich weiß nicht, was ich für ein Pech mit den Männern hab. Es beißt keiner an. Die müssen glauben, ich bin ein Haus und hab schon Zeit. Hans, ich was muss dir was sagen. Ich hab jetzt keine Zeit. Ich hab da vorhin ganz zufällig gehört, dass du dir eben einen Antrag gemacht hast. Hättest du ja nicht zuhören brauchen. Aber gut, du hast zugehört und du weißt, dass ich die Eva heiraten will. Und weißt du auch, warum sie auf deinen Antrag nicht ja gesagt hat? Was heißt das? Du weißt, warum sie nicht ja gesagt hat? Mein Bruder, der Karl. Der Bruder, der Karl? Ich kenne mich nicht aus. Ja, ist dir nicht aufgefallen, dass mein Bub, der Karl, so viel zu euch am Hof rüberkommt? Am besten, ich sag das gleich, wie es ist. An dem Tag, wie sie angekommen ist, da haben deine Eltern und ich beschlossen, dass die Eva den Hof kriegt und dass mein Bruder, der Karl, sie heiraten wird.
Denn wenn die zwei Höfe einmal zusammenkommen, dann geht dem Lederer Bauer sein größter Herzenswunsch in Erfüllung. Was? Das hätte man doch sagen können. Ja, Hans, du weißt doch eh, wie sowas ist. Geh, wie sie angekommen ist, da haben wir sie zusammengebracht, die zwei, und niemand mehr auslassen hat sehen. Oder wer hat er am Hof rüberkommen müssen? Verlobung und Hochzeit sind schon fix. Brauchst du noch einen Beweis? Na, danke schön. Das genügt mir. Hans, ich hab dir das sagen müssen. Ist ja gut, Hartwart. Warst du sicher recht gut mit mir. Siehst, das gefreut mich, dass du so denkst. Besser jetzt eine kleine Enttäuschung, als später dann die ganz große. Dir bleibt ja immer noch deine Schauspielerei. Ich muss fort. Runter ins Wirtshaus. Oder sonst wohin. Ich halte es nicht mehr aus. Wie der rennt. Das habe ich gut gemacht. Meine Rechnung, der liegt da. Aber jetzt heißt es, weiter schüren. Heute ist mein Kriegstag. Eva! Ja? Eva! Ja? Ja, was ist denn da? Ach, du bist das Bad. Da schau, wie der Hans da rennt. Ja? Bei dem habe ich es aber gegeben. Sag, hat ich dir nicht heute einen Antrag gemacht oder sowas ähnliches? Der hat da so zynisch im Gespräch durchblicken lassen, dass er dir einen Antrag gemacht hat. Mhm. Und weißt du warum? Wegen einem Hof. Wegen einem Hof? Den kriegt er ja sowieso dann einen Krieg. Der alte Lederer-Bauer, der hat an dir einen neuen gefressen. Und da hat er dem Hans gegenüber zu verstehen gegeben, dass er lieber dir den Hof gearbeitet als dem Hans. Dem bleibt ja eh noch seine Schauspielerei. Jahrelang hat er vom Hof nichts wissen wollen und jetzt, wie er gehört hat, dass du ihn kriegst, hat er ihn selber umgeholt. Und weil er weiß, dass er nicht ohne dich kriegt, nimmt er dich so als Draufgott. Was? So soll der Hans sein? Ja, so ist es. Genauso. Frag ihn, oder? Frag ihn lieber nicht. Er hat nämlich außerdem noch so im Gespräch durchblicken lassen, dass er ganz genau weiß, dass du das ganze Theater und den Hof nur wegen einer Erbschleicherei machst. Der ganze Ort spricht schon davon. Na, und du glaubst das auch? Ich? Ich glaub das nicht, aber der Ort spricht von der Erbschleicherei und so. Na, naja, er braucht schon keine Angst haben, aber der Hans, ich mach ihm schon Platz da am Hof, damit er mir erst zuwacht heiraten muss. So falsch kann ein Mensch sein, so falsch. Das ganze Dorf kann das Tatschen wieder einstellen. Fortgehe, Hand von meiner Mutter. Heute ist mein Kriegstag. Den Hof muss ich kriegen. So oder so. Und wenn ich noch was erfinden muss. Und ich lasse dich nicht zu der Eva. Sei nicht so dumm, ich muss mich opfern. Du opfer dich für mich. Ich habe ältere Rechte. Ich will's ja eh nicht. Aber der Vater. Nachher war dein Vater oder du? Eigentlich ich. Eigentlich du. Eben. Du kannst mir doch deinen Vater zu dir nicht opfern. Du weißt doch, was du an mir verlierst. Und ob ich das weiß? Erinnere dich an gewisse Stunden. Nicht, Mädel. Sonst wäre ich schwach. Nein, schwach werden sollst nicht. Stark werden sollst. Sei ein Mann! Zeig deinem Vater, dass du Hosen anhast! Wenn es auf die Hosen ankommt. Ihr Gegenüber spürst du dich immer das Halt auf. Du kennst meinen Vater nicht. Wenn ich dem sage, ich will dich und nicht die Eva, dann kriegst du mich auch nicht. Dann lebe ich nicht mehr lang. Was? Geh mal durch! Zwecklos! Mein Vater findet mich, wo ich auch bin. Traum mich nicht, bist du. Ein Waschlappen! Bitte, nimm dir die Eva! Ich nehme einen anderen. Ich will die eh nicht mehr. Nie mehr die wollen. Ich hab mich immer noch verstanden! Mama!
vielleicht kann ich mit teilen. Da drin ist die Eva, ich muss rein. Na, ich muss zum Mädel. Raus! Raus! Rein! Rein! Raus! Hinher! Ja, hin! Das hol ich mir aus. Fast Eva rennt mir da nicht davon. Mädel, ich komm. Hoffentlich hat es in der Zwischenzeit nicht einen anderen erwischt. Mädel, ich komm. Ja, du warst mein Freund und bleibst mein Freund, da ändert sich nichts, gell, das merkst du. Es freut mich, was du so denkst. Und sag, wie steht das mit dem Austrag? Ja, und das ist jetzt nicht zu denken, weil seit die Eva da ist, weißt du? Ja, weil du gerade von der Eva sprichst, ja. Da fällt mir ein, habe ich nicht vor ein paar Tagen davon gesprochen, dass die Eva und mein Karl ein schönes Ball waren? Ja, nicht der Wertel ist mir bekannt. Ne? Aber ganz bestimmt in der großen Sturm drin. Ja, wenn du das sagst, wird es schon stimmen, nicht? Aber so haben sie die zwei überhaupt gern. Und wir? Ja. Es ist dabei eine stille Liebe, aber du solltest die zwei sehen, wenn sie allein sind. Wie sie die anschauen und wie die Tauben schnabeln. Lieb, sage ich der Vinzenz, so viel Lieb. Hoffentlich glaubt ihr, sonst muss ich auswandern. Also, Pfiti hat jetzt gehört, was wir ausgemacht haben, dabei bleibt es auch, nicht? Das merkst du halt. Gell? Es ist einmal so und bleibt einmal so. Ach. Du bist da, Vater. Ja. Vater, du bist der Einzige, den ich fragen kann. Ja. Sag, ist es wahr, dass die Eva und der Hartholz-Karl ein Paar werden sollen? Und dass du das mit dem Hartholz ausgemacht hast? Ja, der Hartholz hat mich gerade daran erinnert, ja. Also, wahr ist es? Habt ihr es ja recht nett untereinander ausgemacht? Wir haben nichts ausgemacht miteinander, wir haben nur geredet davon. Ne? Ist schon gut, Vater. Gescheiter wär's gewesen. Ihr hättet mich niemals als Sohn angenommen. Wär für alle besser gewesen. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass wir einen Komödianten an unserem Busen genährt haben und du kein Bauer werden willst. Unser Wün ist nicht. Euer Wün ist nicht. Aber wünschen tut das euch alle. Du wünschst, der Hartholz, die Eva, alle. Aber du brauchst ganz dran, Vater. Ich mache schon Platz. Fort geht. Aber schön ist nicht, wie ihr an mir handelt. Aber es ist ja gleich. Ich kenne mich nicht aus und ich kenne mich nicht aus. Vinzenz, was soll denn das heißen? Die Eva packt in ihrer Kammer die Sachen und sagt sie fort heim zu ihrer Mutter. So, was soll das bedeuten? Also so, red doch. Ja, die Eva packt ihre Sachen und will wieder fort von uns. Ja, warum denn? Eva! Ja? Eva, geh, komm ein bisschen raus. Ja, was bist du denn auch, gell? Du, Eva? Ja? Meine Frau hat mir gerade gesagt, du willst wieder fort von uns. Ja, warum denn so? Schau mal, Alte und ich, wir waren die ganze Zeit allein. Und jetzt bist du gekommen und seitdem, Eva, seitdem, da leben wir so richtig wieder auf, der Vinzenz und ich. Und jetzt willst du fortgehen. Schau, der Hans geht ja sowieso und du bleibst damit. Naja, eigentlich hast du ja recht. Wer kümmert sich schon um uns alte Leute? Uns bleibt immer nur der Ausdruck vom Hartholz. Nicht so reden, Frau Dahl. Schau, ich habe immer arbeiten müssen und gern habe ich gearbeitet. Und das Glück ist uns daheim selten begegnet. Und seitdem ich da bei euch bin, habe ich zum ersten Mal im Leben kennengelernt, wie das ist, wenn man so von ganzem Herzen glücklich ist. Aber ich kann nicht bleiben. Zwingen, zwingen, dass da bleibt, das kann man nicht. Ah, eine kleine Versammlung. Ich wollte gerade alles ausgemacht, wie es sein wird, wenn ich nicht mehr da bin. Und die da hat ja erreicht, was sie wollen hat. Ausgebissen hat sie wieder vom Hof, damit sie sich breit machen kann. Ihrem jungen Glück. Du, Eva, bitte, Hans, dass du so redest. Die Eva ist anständig und ehrlich. Schande, die Hans zu reden. Mutter,
für all das Gute, das du für mich getan hast. Nicht zu reden, ich kann das nicht aufhören. Und dir, Vater, dir danke für dasselbe. Das haben wir sie nicht verdient. Eva, wenn du einmal verheiratet sein wirst mit dem anderen und dein Leben ein Schauspiel von Liebe und Glück ist, dann kannst du mir ja irgendwann einmal von einer erzählen, dem du alles zerstört hast. Hans, du bleibst noch. Los, Wagen, so hätte er nicht reden dürfen. Sie, ich verstehe das Ganze nicht. Ich kenne mich nicht aus. Ja, Vinzenz, jetzt sind wir wieder ganz allein. Ja, jetzt sind wir wieder ganz allein. Die Jungen gingen fort und wir, die Alten, wir bleiben zurück. Schau, Vinzenz, jetzt müssen halt wir zwei zusammenhalten. Aber freuen tut's mich nicht. Schon gar nicht. War den Hof verlassen und wann es mit der Gendarmerie anzeigen muss. Ja, und da glaubst du, das nutzt was, ne? Ich weiß schon, was ich tue. Ja. Ich sag, sie haben was gestohlen. Werden sie eingesperrt, sitzen im Arrest, bis sie um den Hals fallen. Die beiden haben sie da gern. Ich möchte nur wissen, wer die zwei auseinandergebracht hat. Das darf mich auch interessieren. Ich habe eh schon einen Vermittler gespielt, aber sie hören mich ja nicht einmal an. Er macht ein Gesicht und sie macht ein Gesicht, als wenn ihnen die Hände ums Brot weggefressen hätten. Dabei geht in einer Stunde schon einer Zug. Und ich sag dir nur eins. Ja? Es muss was geschehen. Wenn es dir nicht gelingt, dass du die zwei da am Hof erholst, dann fahre ich mit der Eva. Wenn du mit der Eva fährst, sage ich dir jetzt schon, fahre ich mit Hans. Du möchtest dich ja schön ausmachen. Du willst vielleicht gar ein Schauspieler werden. Nein, ein Heldendarsteller. Mit deiner Figur kann ich nur lachen. Lach nicht so dumm. Weißt du, was du bist? Eine Pepe. Was? Pepe? Ja. Eine Brigitte Bardot? Nein, eine blöde Blunze. Was, was du bist? Ja? Ein Ruben, ein RZ, ein Rubenzutzler. Ich? Ja, das bin ich auch. Und dann fahr du. Fahr du, alter Schippe. Ich sag. Und ich sag dir noch eins. Wenn es dir nicht gelingt, dass du die zwei versöhnst, dass wir wieder gut miteinander sind, dann fahr ich mit der Eva. Du und der Hans seid ZA. Zwei offen. Er ein Junger und du ein Alter. Jetzt hab ich das gesagt und jetzt geh ich bocken. Jetzt geht's bocken. Geh ich auch bocken. Der Vater, die Eva und den Hans, weil sie die zwei gerne auseinanderbringen wollen und hat alle angelogen und dem einen vom anderen was Schlechtes erzählt. Ganz so, wie ich das gesagt habe. Ich habe gehört, wie der Vater der Mutter alles erzählt hat. Und wie er ins Wirtshaus gegangen ist, habe ich die Mutter gefragt und die hat mir bestätigt, dass der Vater ganz schön verkehrt ist. Ja, Karli, mein Karli, wenn der Hans die Eva kriegt, dann kommen ja wir zwei zusammen. Na, freilich. Und nur dazu, wo die Mutter jetzt auf unserer Seite ist. Nur sind der Hans und die Eva jetzt auseinander. Da müssen wir es wieder zusammenleimen. Leime, Kalli, leime. Jetzt pass auf, wie ich das schupfe. Hans! Du willst uns doch, in einer halben Stunde bin ich fertig mit der Bockerei. Der bockt schon. Es war höchste Zeit, dass wir gekommen sind. Rauskommen! Ich bin's, der Ortholz-Karli. Also gut, ich komm.
Aber schnell! Hoffentlich haut er mir nicht wieder eine runter. Gestern ist er vorbeigestürmt an mir, schreit mir an, du bist schuld. Und hast es nicht gesehen, habe ich schon eine Bieten gehabt. Du musst halt so ein geschwollenes Gesicht. Also, was willst du? Bitte keine Tätlichkeiten. Jetzt red, ich hab höchste Eile, mein Zug geht gleich. Also, ich komm dazu, wie der Vater der Mutter erzählt. Der Vater hat die ganze reingelegt. Jetzt red, oder? Ich bin jetzt schnell, sonst hast du auf der anderen Seite eine Ahnung sitzen. Also, ich komme dazu, wie der Vater der Mutter erzählt, dass er dir, Hans, eingeredet hat, dass ich mit der Eva von da schon versprochen werde, damit unsere zwei Höfe zusammenkommen. Die Mutter hat recht geschimpft mit ihm, dass er so was Schlechtes tun kann. Was da gar nicht wahr ist. Der Vater hat gesagt, das ist alles wegen der Ökonomie. Vergrößerung. Du Karl, ist das wirklich wahr? Er wird wieder eine Bitte haben. Ich bitte dich, du hast nichts. Ich will nur so ganz so. Ja, das ist ja... Eva! Ja, wo ist sie denn, die Eva? Aber Hans! Schau an, der Nord da rennt. Im Wald und auf der Heide sucht er sich dabei sehr im Haus. So verliebte Leute sind wirklich was Dummes. Das sieht ja an uns zwar. Nicht, Mordl. Sonst wäre ich schwach. Ich muss ihm nachgehen, tut aber die Eva auf. Eva! Eva, komm her! Ja, was ist denn die Nähe mit der Backerei? Die backt da? Bei denen geht's ja zu wie beim Becken. Die reinste Backstube. Komm her! Ja, ich komm ja schon. Was willst du? Ich muss mich beeilen, ich feuer gleich. Du fährst nicht. Na, du wirst mich davon abhalten. Also komm her, damit es wieder lustig wird. Der Karli lässt dir sagen, dass der Vater, der Hartholz, dir und dem Hans und den Ledererleuten lauter Falschheiten erzählt hat. Na, weil der Hans und er ist verliebt, die sind die. Und er dazwischen nicht fahren müssen, weil ihr zwei sonst zusammenkommen werdet. Und er dadurch den Hof verloren hat. Na, dabei sind's lauter Lügen. Und du hast es geglaubt? Scheiter bist du aber auch nicht. Also, so ein falscher Kerl. Jetzt weiß ich, warum der Hans so war. Ja, aber wo ist denn der Hans? 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 Na, dort draußen ist er, dort draußen. Na, sowas. Er sucht sie drinnen, sie sucht ihn draußen. Da muss ich rein und ziehe, sonst macht's weiter und fahr trotzdem weg. Und ich bekomme mein Karli nicht. Das wäre ja furchtbar, wo wir da schon so auf die Ehe hingearbeitet haben. Nein, ich kann die Eva nicht heiraten. Ich hab so furchtbare Traum gehabt. Ich glaub mir die Trut drüber. Ah, du bist da. Nein, ich bin nicht da, gell? Ich bin nur so blöd fragen kann. Na, wie viel Nacht von der Tausend und einer Nacht hast du denn schon mit deiner Eva konsumiert? Von konsumieren kann überhaupt keine Rede sein, gell? Bei uns ist alles schriftlich aufgeschrieben. Wir haben eine Liebe nach Buchstaben. Schriftlich habt ihr das festgelegt. Naja. Keine Poesie naja, hat das Leben mehr. Nicht. Keine Poesie. Naja, wir sind gleich. Mein Gott, bin ich unglücklich. Du bist unglücklich? Ja. Ich bin auch unglücklich, ne? Stell dir vor, ich habe mich in dich verliebt. Sehr schön. In dich? Das ist ja wirklich dumm. Das ist ja der Gipfel der Blödheit. Ja, was Blöderes gibt's nimmer. Also ich konnte mich nicht verlieren, nicht? Jung bin ich nicht, schön bin ich nicht. Ach, ich kenne noch Schärfere. Ja, da musst du aber lang suchen. Ich bin so unglücklich, Rudi, nein. Oh, wir müssen Abschied nehmen, bevor wir überhaupt noch angefangen haben. Na, dass du so traurig sein kannst, ich mag dich nicht. Ach, Rudilein, ja, was Rudilein, na, eine Bitte. Was hast du denn, Roselein, was willst du? Ein Abschiedsbusse. Abschied, wohin denn? Na, komm her da. Danke. Bitte. Jetzt bin ich auch unglücklich, nicht? Noch ein Abschiedsbus. Naja, bist du zwei da oben. Verzeihung, ich bin schon wieder unten. Na ja. Danke. Bitte. Ach, mich überkommt schon wieder die Traurigkeit.
Geh her da, ne? Zwei Tunden ist ja die... Sag erst, mach nicht alle, weil die Augen schon finster, mein Mund nicht, ne? Sei auf, wir haben in der Richtung geht. Na ja. Danke. Bitte. Na, dass man so unglücklich sein kann, das ist ja furchtbar. Gut, ich muss jetzt gehen, Rudelein. Ja, gehen wir. Ja, ich muss jetzt gehen, Rudelein, für die Kur. Für die Rudelein. Ich geh ins Wasser, aber warte, bis wieder wärmer wird. Ins Wasser geh! Ja, dass die Fische auch noch hin werden. Da bist du ja. Ich hab schon Angst gehabt, dass du weggefahren bist. Ja, das Gleiche habe ich auch gehabt. Ja, aber sag einmal, warum hast denn du Angst gehabt, dass ich wegfahre? Tja, wegen, weil. Warum hast denn du Angst gehabt, dass ich wegfahre? Ja, weißt, wegen, weil. Hans! Eva! Gehen. Ja, warum denn nicht? Wir haben ja keinen Streit gehabt miteinander. Komm, setzen wir uns da ein Wengerl her. Ja, aber lang können wir sie nicht niedersitzen, weil sonst versammeln wir im Zug. Gell? Macht nichts, fahren wir mit dem Nächsten. Ja. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Ja, wo halt der Zug hinfährt, ne? Aha. Na, sowas. Jetzt kommen wir zwei noch auseinander. Also ein Pech, was wir haben. Warum? Weil erstens der Hans ein Quadratschell ist und sie... Sie kann nichts dafür. Sie ist ein schwaches Weib. Jetzt hörst mir doch mal auf. Ihr Weiber wart so alle weit die Schwachen, gell? Leidig mich nicht immer, du AW. Was? Einwuferl. Dann bist du eine AD. Was ist das? Ausverkauft Stambula. aber streiten wir nicht, gell? Nein, Vinzenz, streiten wir nicht. Es genügt, wenn Sie die zwei Jungen streiten, ja, nicht? Vinzenz, was? Sag, ehrlich, fährst du gern? Ich? Nein. Und du? Ich auch nicht. Sind wir drin im Bild? Wenn wir nur bleiben könnten. Ja. Herr Umgibner, verdammt! Vater, Mutter, was war denn das? Ja, warum seid ihr denn so traurig? Nein, jetzt werden wir dir auf die Nasen binden, nicht wahr, nicht? Ah, ihr seid ja. Wo? Kinder, aber gehen wir, ja. Wir können uns nicht mehr, da warten wir. Komm, na, freilich, und sonst haben wir uns ja nicht so schön angezogen. Ja. Also komm, Vinzenz. Ja, pass auf, komm, Vater, Mutter, wir haben da alles wieder angehört. Oh, alles hat es angehört? Das letzte auch, was wir gesagt haben. Noch freilich. Und dass ihr lieber da bleibt, als fortzufahren. Ich hab's auch gehört. Da brauchen wir ja nicht weiterleben. Herr Vater, Frau Mutter. Herr Onkel, Frau Dank. Es tut uns leid, deswegen gestern. Ja, wo wir so garstig waren. Weil ich gar so hässliche Worte gesagt habe. Ja, und wegen dir um Verzeihung bitten. Aber wegen dir auch um Verzeihung bitten möchte. Und außerdem. Wir wollen wir euch. Von den freudigen Ereignissen. Mitteilung machen. Ja. Freudiges ja. Ereignis, bei wem? Ja, bei mir und bei ihm. Ja, bei dir kann ich es ja verstehen, aber bei ihm nicht. Und so ist es gekommen? Wie es gekommen hat, müssen wir. Wir haben uns gern wohl heiraten und am Hof bleiben. Jetzt haben wir es gesagt. Jetzt ist er raus. Ach, da schau her. Uns in die Aufregung einjagen und dann wäre alles wieder gut, weil es die Jungen so wollen. Hm? Jetzt sind wir angezogen und jetzt fahren wir raus. Also, nein. Wir bleiben ja eh. Wir sind ja so froh, dass ihr endlich einmal zusammengefunden habt. Ja. Ihr zwei übernehmt den Hof, ja. Und wir zwei, wir gehen in Austria. Na, was hab ich gesagt? Ja. Ihr zwei, ihr geht's ja doch in Austria. Der Hans und die Eva sind ja nicht da. Da habe ich gleich einen Vertrag mitgebracht. Braucht du zum Unterschreiben. Euer Hof gehört mir und mein Austria, der gehört euch. Ja, gerne unterschreiben, die hat es gern, aber
Der Hans und die Eva, die sind noch gar nicht voll. Ja, und wir bleiben da. Ja. Und recht lang bleiben wir da. Weil wir uns gern haben. Der Hans und ich gern haben wir uns. Ja, der viel bleibt dir der Hof und der Ausdruck. Du kannst jetzt da rein sitzen, gell? Und die Sonne scheinen und du Bänkel vorm Haus. Lass mich doch von euch nicht aufziehen. Hans, Eva, ihr wisst genau, was ich jedem von euch erzählt habe, wie man auch. Ja, freilich. Und wie wir dann zusammengekommen sind, wir zwei, und uns zusammengeredet haben, sind wir draufgekommen, dass du uns angelogen hast. Ja, ja, warte halt. Uns kann es jetzt nichts mehr erzählen. Die Eva und ich, wir werden ein paar. Und du, glücklich werden wir werden. Glücklich werden wir werden. Ich betrifft mich schon vor daheim. Ich will ja gar nichts von dir. Ja, so, warte halt. Jetzt gehst du heim. Auf dem Hof da hast du nichts mehr zum Suchen. Also, wie ein Mensch nur so falsch sein kann, ja? Du hast uns alle auseinandergebracht, nur das lauter Tier wegen dem Hof. Hart wird sein, nicht besser, gell? Aber du bist eine GK. Was bin ich? Eine GK? Eine große Kanäle. Ich werde dir gehen. Oh, Bezug, sonst zerreißen wir. Die Trost. Mein Rudi hast du nicht. Den heim wir selber. Ich geh. Weil sonst geht Luft. Das ist eine Idee. Hier mit Raketen und fliegst gleich bis zum Mond. Dass mir sowas passieren muss. Aber macht's was wollt. Das hat er von seiner Gutheit. Jetzt geht er heim zu seiner Alten, dort muss er knien, und weil er nichts zusammenbracht hat, kriegt er nur eine aufs Hirn. Jetzt geht er noch ein Lederbauer mit seiner zukünftigen Frau. Da, aber mit der Schauspielerei hat sie jetzt ein Ende, gell? Freilich, Vater. Also wenn du unbedingt was spielen willst, kannst du dir eh was vorspielen, he? Ja. Und ich gehe jetzt wieder auspacken. Ja, morgen lassen wir euch verkünden, gell? Und in einem Monat wird geheiratet. Und in 9 Monaten muss ein Kind da sein, gell? Aber ein Bub muss sein. Ja, wir werden uns sehr bemühen. Wir bemühen uns sehr. Ja. Erst. Die will ja gar nichts von dir. Ja, ist mir auch so vorgekommen, gell? Meinte, du erbarmst mir. Nimm halt ich dich. Vielleicht sag ich ja. Du hast ja noch nie einen angesagt, gell? Also, hoppla hopp. Jetzt halt's mir wieder für ein Rennpferd. Also, geh's an. Mann, bist du ein Depp. Die ist so lieb zu mir, so lieb. Naja, ein bisschen frischer hätte die heute halt kriegen sollen. Ja, ein bisschen verwölbt bin ich schon, hätte ich mal. Du, ich warte auf deinen Antrag. Naja, wenn es nicht so schwer war, wer soll morgen heim? Gerade habe ich wieder eins gemacht. Bei der Jungfrau und beim Fisch, das Mittelstück das Beste ist. Ja oder nein? Heiraten? Nein, lieber nein. Nein. Schaut! Ich habe ein bisschen was Erspartes und da kaufe ich mir jetzt in der Stadt ein kleines Wirtshaus. Ein Wirtshaus? Rosalinde. Rosalinde, ich liebe dich. Ah, auf einmal? Ja, wegen dem Wirtshaus, nicht? Was? Wegen dem Wirtshaus nicht, habe ich sagen wollen, nicht? Sondern weil du endlich meine Reize entdeckt hast. Ha! Ja. Du, schön werden wir es haben. Ich in der Küche und du bei der Schank. Ich bei der Schank. Du musst schauen, dass die Leute recht viel trinken. Das recht viel trinken. Und was sie überlassen, das sauft er nie.
Thank you.